Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von SubTV. Heute soll es gehen um die Steifigkeit von aufblasbaren Stand-Up-Pedalboards. Wir sind in den anderen Videos schon etwas darauf eingegangen, aber heute möchten wir euch zwei sehr interessante Technologien vorstellen, die von Red Pedal entwickelt wurden, die wir so interessant fanden, dass wir dachten, wir stellen euch die in diesem Video einfach einmal vor. Diese sorgen nämlich für eine noch bessere Steifigkeit von aufblasbaren Stand-Up-Pedalboards. Ihr kennt ja vielleicht Single-Layer-Boards und Double-Layer-Boards. Die haben schon eine ganz gute Steifigkeit, diese Double-Layer-Boards. Dann wurde von Red Pedal so eine MSL-Fusion-Technologie entwickelt. Dabei geht es im Grunde darum, ganz kurz erklärt, darum, dass dieser Drop-Stitch-Kern mit einem Spezialkleber zusammengefügt wurde, eine Schicht PVC rüber. Und da wird dann eine Steifigkeit wie bei einem Double-Layer erreicht, bei gleichzeitig aber auch weniger Gewicht. Das ist eigentlich bei allen Red Pedal-Boards mit verbaut. Jetzt gibt es aber noch zwei weitere Technologien, nämlich RSS und FFC. Da kommen diese Stangen zum Einsatz und wie die zum Einsatz kommen und was hinter dem System steckt, das erfahrt ihr in diesem Video. Doch bevor die beiden Systeme zum Einsatz kommen, muss das Board erstmal zumindest zum Teil aufgepumpt werden, nämlich bis 1 PSI. Glücklicherweise wird bei Red Pedal so eine Titan-Doppelhubpumpe mitgeliefert. Die hat auch gleich zwei Kammern und damit geht das Aufpumpen ziemlich schnell. Also Board bis 1 PSI aufpumpen und dann sehen wir uns wieder und ich zeige euch, wie man die Systeme installiert. Das erste System, welches von Red Pedal patentiert und entwickelt wurde, ist das RSS-System, das sogenannte Rocker Stiffening System. Wie der Name schon sagt, wird das Ganze hier an der Rocker Line, also an der Seite vom Board installiert. Es geht einfach darum, dass so Glasfaserprofile, wie ihr sie hier seht, an beiden Seiten eingeschoben werden in so laminierte Taschen, die sich hier an der Seite befinden. Eine links, eine auf der rechten Rockerline. Die werden einfach eingeschoben und dadurch wird eine noch bessere Steifigkeit vom Board erzielt. Red Pedal selber sagt, bis zu 40% mehr Steifigkeit ist mit diesen RSS-Latten möglich. Ganz so viel ist es vielleicht nicht, aber es bringt auf jeden Fall was. Denn ihr müsst euch einfach vorstellen, bei normalen iSubs oder bei Standard-iSubs ohne diese RSS-Latten ist der Druck, wenn man da drauf steht, sehr punktuell. Und mit diesen RSS-Latten wird das Gewicht auf eine viel größere Fläche verteilt und logischerweise die Steifigkeit gerade hier im Bereich der Mitte rund um den Sweet Spot deutlich verstärkt. Red Pedal selber sagt, dass sich 10 cm dicke Boards anfühlen wie 12 cm Boards und dass auch schwere Paddler auf sehr kurzen Boards noch ordentlich Spaß haben können, weil diese RSS-Latten deutlich mehr Steifigkeit bieten. Die Installation dieser RSS-Glasfaserprofile ist sehr einfach. Ihr schiebt die einfach in die vorlaminierten Seitentaschen hier bei Red Pedal. Da kann auch nichts kaputt gehen. Die sind vorne abgerundet, die Glasfaserprofile, dass auch nicht irgendwie was kaputt gestochen werden kann. Die schiebt ihr einfach ein, sichert die mit einem Klettband und schon habt ihr das System installiert. Das Gleiche macht ihr noch auf der anderen Seite. Das Ganze wird gemacht, wenn das Board 1 PSI hat, also fast noch im unaufgeblasenen Zustand, denn die Red Pedal Boards werden ja bis zu 25 PSI aufgepumpt. Das zweite System ist das FFC. FFC heißt Forward Flex Control. Wie der Name auch schon sagt, geht es im Grunde darum, den Flex vor allem im Nose-Bereich komplett zu eliminieren. FFC kommt wirklich primär bei den Elite- und High-End-Boards zum Einsatz, wo es auf eine richtig gute Board-Performance ankommt. Bei so Standard-Allroundern macht das auch nicht viel Sinn. Und viele, die die Boards von Red Pedal gefahren sind, die dieses System haben, sagen, dass es so vom Gefühl her fast ist wie ein Hardboard, dass da nur noch ganz wenig Unterschiede sind und dass das Fahrverhalten einem Hardboard schon ziemlich nahe kommt. Und das finde ich doch sehr beeindruckend für ein iSub. Das FFC lässt sich auch sehr einfach installieren. Im Grunde geht es einfach darum, diese zwei Stangen ineinander zu stecken. Die werden dann in der Mitte noch durch ein Profil durchgeschoben.
Und nachdem das Boot dann zwischen 22 und 26 PSI aufgepumpt wurde, kann man in der Mitte so einen Hebel betätigen, der dann das ganze System spannt. Das lässt sich individuell einstellen. Und da sieht man richtig, wie sich die Nose, obwohl das Board ja schon sehr steif ist und mit sehr viel Druck aufgepumpt wurde, sieht man, wie sich die Nose trotzdem noch ein Stück nach unten biegt und das Board so eine richtige Steifigkeit bekommt durch das FFC. FFC und ESS arbeiten zusammen und bilden eine Symbiose und dadurch wird eine richtig gute Steifigkeit bei den Red Paddle Boards erreicht. Nachdem wir die Systeme jetzt installiert und erklärt haben, bleibt natürlich noch die Frage zu klären, was meinen wir? Bringen diese Systeme wirklich so viel wie von Red Paddle versprochen? Wir haben das Board natürlich jetzt mehrere Male mit diesem System ausprobiert und ich bin richtig begeistert. Das Board hat eine richtig gute Steifigkeit. Das merkt man vor allem, wenn man mal auf dem Board rumspringt, wie ich das ja auch bei anderen Boards schon gemacht habe. Und da merkt man, dass wirklich das ganze Board nach unten drückt und dass es nicht so ist wie bei anderen Boards, dass es sozusagen punktuell nach unten gedrückt wird und dann anfängt zu wabbeln, sondern hier sinkt wirklich das ganze Board ab. Da merkt man, dass eine viel bessere Steifigkeit vorhanden ist. Auch beim Fahren merkt man das, das Board schneidet richtig extrem durchs Wasser, ist wirklich ein richtig hartes Brett und die Performance und die Steifigkeit von diesem Elite-Board von Red Paddle ist nochmal ein ganz neues Level durch das FFC und das ESS-System. Allerdings muss ich auch sagen, meiner Meinung nach ist es nichts für den Otto-Normalverbraucher. Für den reicht auch ein Board, das vielleicht nur die ESS-Stangen hat. Dieses FFC macht wirklich nur im Profi- und High-End-Bereich Sinn, wenn man wirklich Rennen fahren möchte, wo es auf eine richtig gute Performance ankommt. Da macht dieses System Sinn. Bei einem Allrounder kann ich mir das schlecht vorstellen, schon alleine, weil hier vorne ja auch das Gepäcknetz wegfallen würde, wenn das FFC vorne installiert ist. Es ist ja, meine ich, auch nur bei den Elite-Boards von Red Paddle verbaut. Und da macht das auch Sinn. Bei so normalen Allroundern oder so kann ich es mir schlecht vorstellen und da braucht man das System meiner Meinung nach nicht unbedingt. Die ESS-Latten hingegen machen schon Sinn bei den Red Paddle Boards, einfach weil natürlich die Standfläche nicht mehr so punktuell belastet wird, sondern das auf eine viel größere Fläche verteilt wird. Das System finde ich richtig gut und sollte auch meiner Meinung nach bei viel mehr Boards dazugehören und eigentlich zum Standard gehören. Das war es jetzt aber auch zu diesem Red Paddle Elite Board und den zwei Systemen, die diesem Board noch mehr Steifigkeit verleihen. Wir hoffen natürlich, ihr fandet dieses Video interessant. Wir konnten euch die Systeme gut erklären, konnten euch damit auch ein bisschen weiterhelfen. Wenn ja, dann würden wir uns sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, würden wir uns natürlich auch sehr über ein Abo vom Kanal freuen. Das war's. Wir sehen uns bei der nächsten Ausgabe von SubTV.